mal schauen. Jetzt ist nur noch das kleine Ding. Aber er ist bereit. Dann go. Das heißt, wir hätten dann gleich nach der Cover-Up noch ein kaputtes UFO zu stürmen. Na, der haut ab. Ja. Na gut. Dann sollte ich jetzt die Cover-Up angehen. Contact lost. Ja. So, Send Extraction Squad. Und wir haben nur 4 Leute, die wir schicken können. Das heißt, es wird so eine Abhaumission. Hm? Ja, okay. Dann nehmen wir Ali, Fempi. Ich bin fast versucht, alle Infanteristen, also alle 4 Slots mit Infanteristen zu füllen, damit wir halt 2-mal schießen können. Aber ich denke, ein Granatwerfer wäre noch ganz gut. Freaky, richtig. Wegen Deckung wegsprengen. Und Sniper? Nee, die sind selten gut bei solchen Missionen. Nö, hier noch ein Infanterie. Kein besonders hohen, aber das ist nicht schlimm, weil bei dieser Mission müssen wir eigentlich eh nur von Turm zu Turm hechten und dann abhauen. Ich denke nicht, dass ich da bleiben werde und alle töten. Gäbe zwar schöne Erfahrungspunkte, aber eigentlich mache ich die Exalt-Mission nur, damit ich nicht bestohlen werde. Das ist kein anderer Grund. So, da es nur 4 Leute sind, kann ich das kurz mit euch zusammen ausrüsten. So. Ich freue mich schon drauf, wenn wir die Alien-Granaten endlich bekommen. Machen ja doch einen guten Unterschied. Ein weiteres Gauss-Gewehr sollte auch noch demnächst kommen. Weil Plasma habe ich zwar in den Raum gestellt, dass man da vorsichtig sein sollte, mit den Waffen ersetzen, wenn wir bald den Sprung zur nächsten Waffenklasse machen. Aber ehrlich gesagt sehe ich das noch nicht, dass wir Plasma jetzt so schnell kriegen. Erstmal sollte ich auf die nächste Rüstungsstufe gehen, bevor ich die nächste Waffenstufe nehme. Ich weiß, manche Leute sehen das anders. Die gehen immer auf Waffen und tragen gar keine Rüstung quasi. Aber ja, da ich ja quasi Iron Man spiele, ist das für mich nicht wirklich eine Wahl. So, warum hast du ein Medkit dabei? Nö. Ich habe es unterbewusst wieder ausgewählt, ne? Ja, okay, ich lasse es dann vielleicht doch mal drin. Vielleicht hat das ja einen Grund. Rüstungswaffen, ne? Okay, go. Strike One. We're moving on an exalt cell working from within Egypt. Strike One is tasked with securing the area for our operative while they retrieve the exalt data. Okay, das ist die Karte, wo man zum ersten Mal auf die Exalt-Truppen trifft. Da liegt hier hinten in der Ecke irgendwo der verwundete Typ. Und man versucht ihn dann da hinten hinzubringen. Die sind. Naja, ist durchschnittlich groß, die Karte. Je kleiner die Karte, desto angenehmer ist es halt für den Scout, damit er schnell von Turm zu Turm kommt. Exalt forces disrupted one of our operatives who was in the process of hacking an enemy comm relay in search of new intel. Strike One will need to move in and deal with any hostiles in the area so our operative can finish recovering the data from the remaining arrays. That operative is our only chance at the data. We can't afford to lose them. Objectives updated. Okay. Also an den einen Turm würden wir diese Runde schon rankommen. Allerdings ist der andere Turm dann ein Problem. Oh, sehr schön. Wir haben hier hinten gar keine feindlichen Einheiten. Also kann ich bis da hinten hinlaufen und habe dann keine Sorge, dass mich irgendjemand sieht. Jo, perfekt. Wieder hin. Whoop. We're close to recovering another piece of the intel. Our operative just has to activate that comm relay, Commander. So, und ihr bleibt einfach hier in Deckung stehen. Getting it done. Contact. Ja.
und macht keinen Ärger, wollte ich sagen. That's affirmative. Contact. Psst. Yo. Schafft der dritte das da hinten auch noch, irgendjemanden aufzudecken? Ne, er schafft es nur niemanden zu sehen. Herrlich. Prozent ist okay. Kommst du irgendwo hin? Ne, auch nicht. Also nächste Runde werden wir schön viel Schaden verursachen können. Oh. Und diese Runde war auch nicht schlecht. Du Overwatch, falls jemand näher kommt. Ja, es sind alles noch Projektilwaffen, das sollte eigentlich okay sein. Nice, 88%. Der ist weg. Ich glaube, ich muss den Turm die Zone noch gar nicht antatschen. Ne, ich glaube, ich räume lieber die erstmal darauf. Vor allem stehen die auch alle relativ dicht beisammen. Das ist perfekt für Granaten. Ja, komm, geh rein zu den anderen. Okay. Oh Mist. Ja, okay, jetzt muss ich drücken, weil sonst bringt der da den dann um. Oder der da den da um. So, richtige Reihenfolge. Wir touchen das Ding an. We've decrypted some of the Exalt data, and it looks like their communications were disrupted by our hack. We should keep looking for the remaining relays. Da. Damit wir nächste Runde hoffentlich da runter gehen können. Um den anderen Turm anzutaschen. Okay. Dann nächster Schritt. Granaten. Ja, warum nicht? So. Und es geht jetzt darum, möglichst viel Deckung wegzusprengen. Ah, das ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Ja, ich kann die Deckung von ihm und von ihm vielleicht wegsprengen. Wir können die hier jetzt aufräumen. Ja, wobei 50%, das nicht so wirklich aufräumen. Vielleicht kann hier noch jemand noch eine Granate schmeißen. Oh, oder flankieren ist toller als Granate schmeißen. Du kommst nicht so weit mit deiner Granate, richtig? Also von den beiden die Deckung hätte ich auch noch wegsprengen können, aber dazu müsste ich näher ran. Nee, probier zweimal 50%, ist auch okay. Ah, wobei, du hast sogar deinen Genmod. Das hat man gerade an dem roten Ding gesehen, deswegen trifft er. Was? Deswegen trifft er jetzt nicht besser. Warum nicht? Das ist doch genau die Funktion von dem Genmod. Target disabled.
They're falling back. Oh ja, direkt nebeneinander, sehr gut. Was machst du da? Achso. Ja. Das ist, glaube ich, auf der falschen Höhenachse. Der Nebel. Aber gut. Erstmal Scout. Kommst du an das Ding ran? Das ist das Wichtigste. Ja, kommst du. Geh bitte da runter. Touch das Ding an. We've hacked all the comm relays in this area, Commander. The data is fully decrypted. We need to move the operative to the evac point for extraction. Objective updated. Einfach nur laufen. Und dann muss ich nachher entscheiden, also nächste Runde dann, ob wir uns zurückziehen oder nicht. Also wir sollten auch in der Reichweite bleiben von der Extraction Zone. Sollten wir, ja. Werde ich aber nicht. Weil komm, ernsthaft, das sind, ne, nicht so viele Soldaten, das sollten wir eigentlich schaffen. Und wenn ich das jetzt mache, was ich gerade getan habe, nämlich mich ein bisschen weiter von der Zone entfernen, sind die Chancen noch größer, dass noch weniger Soldaten vom Feind überleben und wir dadurch noch weniger Probleme haben. Macht Sinn, oder? Also, der kommt wegspringen. Gott. Sind es nicht so wirklich toll. Na gut, mach 46 und dann einmal nachladen. Oh, nice. Out of grounds. Ready to engage. I'm all out. I'll get him next time. Rock and roll. So, jetzt wollen wir uns machen. Cominciano a perdere terreno. They're starting to lose ground. They're flanking my position. Ziehen sich zurück. Weil sie keine Deckung mehr haben. We're detecting new contacts moving towards Strike One's current position. Das ist sehr entgegenkommend, dass du direkt vor der Haustür landest. Das da ist nicht so toll. Genau. Sind langsam ein paar viele. Ein paar sehr viele. Es hängt jetzt daran, ob sowohl der Scout als auch... Ja, du kommst zurück. Schafft der Scout es. Ja, schafft er. Zählt doch als drin, ne? Spiel. Also ich könnte mich jetzt komplett zurückziehen. Ich denke, das mache ich auch. Weil es sind mir dann doch zu... Ja, wobei... Durchgeladen, 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 nicht durchgeladen, aber sollte trotzdem okay sein. Also ich würde mit einem von denen dahin gehen, den töten. Du würdest dahin gehen, den töten. Du gehst dahin, tötest ihn. Du ziehst dich dahin zurück, triffst wahrscheinlich nicht. Und Scout läuft einfach irgendwo in Deckung. Ja, das kriege ich hin. Dann mache ich das auch einfach mal. Weil es gibt einen Bonus, wenn man alle tötet. Und es ist noch mehr Erfahrungspunkte und so. Ja, komm. Das kriegen wir hin. Also jetzt bitte keine 90% daneben Schießsachen. Aber ansonsten sollte das eigentlich ganz gut klappen. Solid copy. 96%. Wenn da jetzt Holz nebenschießen würde, das wäre nicht so toll. Aber sie wäre trotzdem in voller Deckung und es müsste eigentlich in Ordnung sein.
Solid copy. Eigentlich müsste der da weg. Ist aber nur 93%. Schau mal, ob du von hier darüber durchschießen kannst auf den. Nö, kannst nur ganz skurrilerweise auf den Händen schießen. Könntest aber. Prozent sollte eigentlich okay sein, oder? Steckst dich mal da ganz hinten. Wobei, da wäre sogar eigentlich besser, oder? Ne, der kann bis dahin gehen. Ne? Wobei, er haut ab, wenn ich da hingehe, richtig? Also er haut alleine ab. Ja, okay, super. Prozent. Komm, 7% zu treffen ist relativ gering. Danke. So. Bleiben jetzt noch der hier vorne, der da und ich glaube auf dem Dach ist hinten auch noch einer. 40%. Oh, nice. Und genau deswegen bleiben wir. Das sollte nicht allzu wehtun. Ah, ist okay, ist nur die Rüstung. Sag hallo. Hallo. Was? Hallo. I'm on it, Commander. 45%? Okay. Bye bye. Das waren nicht alle. Aber es sollten nicht allzu viele jetzt noch da sein. Oh, was war das gerade? Ich habe was gesehen und dann wieder nicht. Oh, das ist eine böse Stelle. Ja, ist es. Da ist noch ein zweiter. Oh. Und ein dritter. Also wissen wir jetzt, in welche Richtung wir uns orientieren müssen. Das ist doch auch schon mal okay. Okay. So, dann gibt es dafür auch noch eine Granate für die Ecke da, würde ich sagen. Ja. Beide Deckungen. Und eventuell sogar die so weit runtergeschossen, dass der Executioner Bonus triggert. Ja. Das heißt, du bleibst jetzt stehen und tötest beide. Nee, den siehst du komischerweise nicht. Kannst du selbst verarzten? Eigentlich sollte lieber sie verarzt werden. Ja, mach Overwatch, was sich bewegt. Und du auch. Nee, so kommt man nicht weiter. Hast du eine Granate? Yep. Dann geh bitte nirgendwo hin. Dann schmeiß die Granate einfach nochmal
da mal so hin in der Hoffnung, die Deckungszerstörung eventuell auch sein, aber wahrscheinlich eher nicht. Ist die Deckung jetzt endlich weg? Ja, trotz Nebel 78%. Und die von dem anderen ist anscheinend auch weg, sonst hätten wir auch nicht so eine Trefferchance hier. Nice. Our operative is safe, and the new Exalt data is ready for analysis. Das wird doch mal eine schöne Exalt-Mission. Ist jetzt schade um die UFOs, die abhauen konnten, aber sei es drum. Du bekommst Heat Warheads. Continue. Continue. Drei Mate. Warum so viel? Hä? Intel decryption completed. The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here. So, wir haben jetzt den 17. August. 17. August. Ich hoffe mal, ab jetzt geht der Timer erst wieder los für die nächste Exalt-Mission. Das heißt, wir haben jetzt 2-3 Wochen Zeit. Also Ende des Monats, Anfang des nächsten Monats wieder scannen. Damit bin ich dann wohl am besten bedient. So, als nächstes kommt jetzt Advanced Aerospace Concepts. Damit kann ich die Dinger bauen, die meinen Luftkampf sicherer gestalten. Oder aggressiver gestalten, je nachdem, wie ich baue. Alien Grenades bringen auch nochmal sehr viel. Psylab wird interessant, weil ich das bei Longbow noch nie gemacht habe. Auch in der letzten Staffel nicht. Also in der Hinsicht sind wir da schon mal einen Ticken weiter. Und ich glaube, ich gönne mir jetzt noch eine zweite Laser Cannon. Wobei ich das Geld eigentlich sparen wollte für die Expansion, oder? Also nach Afrika, Südamerika oder wohin auch immer ich expandiere. Dann könnte ich auch hier irgendwo noch einen... noch ein Flugzeug bestellen. Wie teuer waren die noch gleich? Ja. Und auch noch 40 Bucks jeden Monat. Das ist schon ziemlich happig. So viele schöne Sachen, wofür ich Geld ausgeben kann. Aber ne, ich warte jetzt erstmal auf die Sachen, guck, was da so bei rumkommt.